Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, Sie an einem wunderschönen sonnigen Tag bei uns hier trotzdem zu sehen. Herzlich willkommen zu unserer Abendveranstaltung zum Thema Das letzte Tabu mit Fragezeichen, die sexuelle Belästigung. Ich möchte erstmal die drei Teilnehmerinnen, wovon eigentlich die meisten hier im Raum und in der Stadt bestens bekannt sind, kurz trotzdem vorstellen und dann ganz kurz etwas zur Einleitung sagen. Ich werde ein paar Fragen als Anregung stellen. Sie sind natürlich alle frei, das zu erzählen zum Thema, was Ihnen zu meinen Fragen einfällt, aber auch allgemein. Eins möchte ich nur vorausschicken. Wir hatten heute auch einen Workshop zu diesem Thema mit einigen Teilnehmerinnen, die zusätzlich hier bei uns sind. Und bei Ihnen möchte ich mich auch genauso bedanken und Sie herzlich noch einmal im Haus willkommen heißen. Vielleicht möchte ich mit Ulrike Lunacek anfangen. Sie ist zurzeit Fellow am Institut für Wissenschaften für Menschen. Ja. Wir freuen uns sehr, Sie bei uns zu haben. Wie Sie wissen, sie ist Mitbegründerin des Tiroler Frauenhauses und Obfrau der Organisation Frauensolidarität Wien, für die sie seit vielen Jahren sich sehr engagiert hat. Sie war bis zum letzten November Europaabgeordnete der österreichischen Grünen. Sie war auch Vizepräsidentin des Europaparlaments und ihr Schwerpunkt war und ist seit langen Jahren die Menschenrechte gewesen. Daher kennen wir uns auch über die Debatte zu Frauenrechten und reproduktiven Rechten insbesondere. Sie hat sehr viel getan, um die Rechte von Frauen, ethnischen, sexuellen Minderheiten und die Rechtsstaatlichkeit in Europa voranzutreiben. Der Kampf gegen die illiberalen Demokratien und autoritären Strukturen hat sie auch sehr viele Jahre hier politisch gewidmet. Ihr Buch ist gerade erschienen oder ist im Erscheinen, ist schon erschienen. Und in diesem Buch, Frieden bauen heißt weit bauen, es ist im Februar erschienen, ja. Ich erinnere mich jetzt. Dieses Buch berichtet über ihre langjährige Tätigkeit, 7-8-jährige Arbeit als Kosovo-Berichterstatterin des Europäischen Parlaments. Dann haben wir Sabine Wagner-Steinl. Sie ist Juristin und Gleichbehandlungsanwältin. Also wir haben zwei Juristinnen, eine aus dem Uni-Bereich, Elisabeth Holzleitner, und eine, die nicht akademisch, sondern vielmehr praktisch in der Verwaltung tätig ist. Und damit haben wir sozusagen, wenn Sie möchten, Wissenschaft, Politik und die Verwaltung hier vertreten. Sabine Wagner-Steinl ist Gleichbehandlungsanwältin und fungiert als Beraterin in der Gleichbehandlungsanwaltschaft im Frauenministerium. Sie ist zudem externe Lehrbeauftragte an der Uni Wien und hat als Themenschwerpunkte Diskriminierungsschutz, Rechtsdurchsetzung im Gleichbehandlungsrecht. Sie ist auch Mitglied der Schiedskommission der Wirtschaftsuniversität Wien, also sie kommt mit sehr viel praktischer Erfahrung aus dem Bereich, worüber wir zu sprechen kommen werden. Last but not least, Elisabeth Holzleitner. Sie hat eine Vielzahl von Ämtern und Funktionen inne. Sie ist Professorin an der Universität Wien für Rechtsphilosophie und Legal Gender Studies, Vorständin des Instituts für Rechtsphilosophie und Sprecherin des Forschungsverbundes Geschlecht und Handlungsmacht, Gender and Agency an der Uni Wien. Dort wird auch also unter ihrer
Schirmfrauschaft, ein sehr, sehr gute Ringvorlesung zu diesem Thema abgehalten. Ich glaube, uns fehlen jetzt die Ankündigungen. Es bleibt dazu, aber ich lege eine hier aus nachher für diejenigen, die sich da, genau. Also da können Sie sich gleich in dem Thema dann bei der Vorlesung weiter vertiefen. Sie ist Mitglied des Antisexismusbeirates, des österreichischen Werberates sowie des Herausgeberinnenkreises der Zeitschrift für Menschenrechte und von Rechtsphilosophie, Zeitschrift für Grundlagen des Rechtes. 2017 wurde sie mit dem Frauenringpreis und dem Gabriele Postner und Staatspreis für Geschlechterforschung ausgezeichnet. Ihre Schwerpunkte sind also unter anderem Rechtsphilosophie, Legal Gender Studies, Queer Studies, aber auch Populärkultur, Recht und Literatur. Also so weit zu unserem Panel für heute Abend. Wenn ich bei meinem Fach anfangen darf, und das ist die Sozialanthropologie, die Ethnologie, 1984 erschien das Buch von Gail Rubin, Thinking Sex. Und ich möchte mit einem Zitat aus diesem Buch anfangen. 33 Jahre ist es her, aber dieses Zitat hätte man auch heute schreiben können. Das Buch öffnet mit dem Satz, "The time has come to think about sex. To some, sexuality may seem to be an unimportant topic, a frivolous diversion from the more critical problems of poverty, war, disease, racism, famine, or nuclear annihilation. But it's precisely at times such as these, when we live with the possibility of unthinkable destruction, that people are likely to become dangerously crazy about sexuality." Und das finde ich interessant. Also was sie daraus folgert, ist etwas, zwei Sachen. Eine, dass sie sagt, es gibt Zeiten in unserer Geschichte, wo immer wieder die sexuelle Ordnung neu verhandelt wird. Und es lohnt sich darüber nachzudenken, warum wir zu bestimmten Zeitpunkten so grundsätzliche Fragen an diese Ordnung stellen. Und heute leben wir, glaube ich, in so einer Zeit. Und das Zweite, sie hat eine negative Bemerkung, weil sie sagt, schlussfolgernd aus ihrer Eingangsbemerkung, that we are looking at a fallacy of misplaced scale, dass sie sagt, Sex ist so groß geschrieben zu einem Zeitpunkt, wo viele andere Probleme noch größere Aufmerksamkeit eigentlich bedürfen. Aber weil es in unserer Imagination so groß geschrieben ist, ist die Gefahr, dass auch jede sexuelle Transgression, auch, wie sie sagt, imagined transgressions, may bring extreme punishment. Und sie macht auf ein Risiko aufmerksam, die in der Debatte, insbesondere in der US-amerikanischen Debatte, eine große Rolle spielt. Reden wir dann heute über sexuelle Belästigung, weil wir das Gefühl haben, hier können wir doch endlich handeln und etwas wirklich verändern, wogegen wir bei Syrienkrieg oder Klimakatastrophe so wenig machen können. Geht es um Bereiche, wo wir als Frauen das Gefühl haben, nachdem wir genau vor 100 Jahren in Österreich das Frauenwahlrecht durchgesetzt wurde, nachdem sexuelle und reproduktive Rechte ein Stück weit zumindest institutionalisiert wurden, wenn nicht immer implementiert wurden. Gleichstellung, Gleichbehandlung ist durch rechtliche Maßnahmen verankert, teilweise geschützt. Ist das dann das letzte Tabu? Diskurse betreffend dem Thema. Ich kann lauter reden. Wenn das ausfällt, macht sie sich keine Sorgen. Das ist das letzte Tabu, das jetzt gefallen ist mit dieser Debatte und insbesondere, ob MeToo sozusagen als Turning Point in dieser Debatte gesehen werden soll und wenn ja, warum und warum jetzt?
Damit komme ich zu meinen ersten Fragen an Ulrike. Als Feministin, als langjährige Politikerin, ist damit das letzte Tabu gebrochen? Und ist es der Fall, dass die Ursachen hierfür bestens bekannt waren? Wir haben auch das Thema oft auf der Tagesordnung gehabt. Aber wie kommt es, dass wir heute nach umfassender Ermächtigung, Empowerment, 40 Jahre nach dem Anfang der Frauenbewegung hier in Europa, ist es uns trotzdem nicht gelungen, über dieses Thema bisher zu reden? Und was für eine Reden ist es, dass dieses Schweigen heute bricht? Also zuerst auch schönen guten Abend und ja, schön, dass wir diese Veranstaltung hier machen können mit dem IWM in Kooperation mit dem Institut für Rechtsphilosophie, wo die Elisabeth Holzleitner Professorin ist. Danke, Charlene Randeria, auch für die Möglichkeit, das hier zu tun und danke Ihnen fürs Kommen. Bevor ich auf deine Fragen eingehe, möchte ich nur festhalten, wenn du das Buch erwähnt hast aus den 1980er Jahren. Heuer sind es 25 Jahre, dass in Wien die UNO-Menschenrechtskonferenz stattgefunden hat, wo nämlich das erste Mal Frauenrechte als Menschenrechte definiert wurden im UNO-Rahmen. Und das sind zwar 25 Jahre, aber es war damals nicht so selbstverständlich, dass das passiert. Also ich möchte diesen Kontext auch herstellen. Ich war selber damals dabei und das war schon ein großer Erfolg, dass das gelungen ist. Das heißt noch lange nicht, dass heute alles in Ordnung ist, wie wir wissen, aber ich denke, es ist wichtig, diese Definitionen auch, sei es im internationalen Kontext, im europäischen, im nationalen auch zu haben. Nun, die Frage, wie wir diese Veranstaltung heute übertitelt haben, ist jetzt die MeToo-Debatte und die breite Debatte über sexuelle Belästigung, ist das jetzt wirklich das Aufbrechen des letzten Tabus oder gibt es andere auch noch? Ich habe, und wir haben das im Vorfeld in der Vorbereitung, ich hätte ja gesagt, ja, es ist das letzte Tabu. Die Elisabeth Holzen, wir waren uns da nicht ganz einig, deswegen haben wir dann das Fragezeichen dazu gewendet. Gibt auch mehr Raum für Debatte. Ich finde schon, weil es, ich habe den Eindruck, als eine, die auch jetzt schon auf viele Jahre, schon Jahrzehnte von feministischem Engagement zurückblickt, dass wir haben schon sehr viel erreicht. Jetzt rede ich einmal über Österreich und EU. Wir haben als Feministinnen sehr viel auf die Tagesordnung gesetzt. Wir haben männliche Männergewalt gegen Frauen, häusliche Männergewalt aufs Tapet gebracht. Wir haben es geschafft, dass Gesetze geändert werden. Wir haben gerade in Österreich, weil die Rosa Loga auch da hier irgendwo ist und andere, die da sehr viel mitgewirkt haben, dieses Wegweiserecht zu schaffen, dass Männer, die gewalttätig sind, aus der Familie, aus dem Haus, aus der Wohnung weggewiesen werden können. Das war wirklich sozusagen ein Fortschritt, wo viele andere Länder das dann nachgemacht haben. Wir haben so Dinge wie Vergewaltigung in der Ehe. Als ich begonnen habe, mich zu engagieren, war das so nach dem Motto, na, Kavaliersdelikt, wenn überhaupt. Ja? Und so, wovon redet man denn? Ja? Frauen in der Familie, das ist tabu, das ist privat, da redet man einfach nicht drüber. Und Männer hatten bis in die 70er Jahre, auch in Österreich, waren sie die Herren in der Familie mit allem, was das bedeutet hat, auch rechtlich für die jeweiligen Ehefrauen. Und bis hin dann die ganzen Fragen im wirtschaftlichen Bereich, im sozialen Bereich, Armut von Frauen, aber auch Gender Pay Gap gibt es immer noch, ja, die Einkommensschere, die Frage, also es wurde thematisiert, es ist besser geworden, aber es ist noch lange nicht gut. Genauso die Frage Frauen, die gläserne Decke, das Labyrinth, wenn Frau Karriere machen will. Das ist alles schon thematisiert worden. Es gibt Gesetze dagegen, mehr oder weniger gut, sie werden mehr oder weniger gut eingehalten. Aber das Thema sexuelle Belästigung in all seinen Facetten, ja, das haben Feministinnen auch schon in der Vergangenheit debattiert. Aber so eine breite Öffentlichkeit wie jetzt letztes Jahr, das hat es noch nicht gegeben. Und ich finde schon, dass wir das nutzen können und sollten, um da weiter zu gehen und zuerst sich aber auch einmal anzuschauen, woher kommt das. Ich möchte auf oder vielleicht noch etwas dazu, das Tabu, Tabus sind immer etwas, wo manche, in dem Fall Frauen, anfangen müssen, diese Tabus zu brechen, das heißt zu sprechen. Darüber zu reden, über etwas, was Angst macht, über etwas, was
wo sie möglicherweise Gefahr laufen, lächerlich gemacht zu werden. Oder auch bis hin zu einen Job zu verlieren, keine Möglichkeiten mehr zu haben im beruflichen Kontext. Alles das ist da aufgebrochen letztes Jahr. Und ich halte das schon für sehr wichtig, dass es passiert ist und was Frauen und manche unterstützenden Männer in vielen Ländern auch da jetzt tun, um da Änderungen zu setzen. Rechtliche, aber auch in den Köpfen der Menschen. Denn es geht auch darum, Geschlechterstereotype zu verändern. Es gibt ein Buch, das mich in diesem Zusammenhang sehr interessiert, das ist von der Rebecca. Die Mutter aller Fragen, The Mother of All Questions, wo sie von einer eingeht auf diese ganze Frage des Schweigens, welche verschiedenen Arten von Schweigen es gibt und warum es so notwendig ist, das zu brechen und das Befreiung, das Wort zu ergreifen, ist eine Befreiung von diesem Akt des Schweigens, schreibt sie zum Beispiel. Was Zweites, was mich in diesem Buch, auch um auf eine der in meinen Augen Ursachen einzugehen, vorkommt, deswegen heißt es auch die Mutter aller Fragen, ist, dass Sie, auch Rebecca Solnit, wie wahrscheinlich viele von uns, immer wieder gefragt werden, ob wir denn Kinder haben, also Mütter sind. Dieser Druck der gesellschaftliche Mutter zu sein, als Frau nicht zu genügen, wenn du nur Frau bist und keine Kinder hast oder auch nicht verheiratet bist mit einem Mann, das ist auch etwas, was diese Frage der Identität von Frauen, um es vielleicht ganz überhaupt nicht wissenschaftlich, ganz einfach auszudrücken. Ich denke, es ist immer noch so, dass weniger als früher, aber immer noch so, Mädchen lernen, sich auf andere zu konzentrieren, zu schauen, was mache ich, also erst einmal, wie gefalle ich anderen, aber auch, was mache ich, damit es anderen gut geht, dann geht es mir auch gut, aber nicht sich selber in den Mittelpunkt zu setzen und zu sagen, ich will und ich mache das jetzt. Buben lernen, und das ist jetzt alles sehr verallgemeinert, Buben lernen immer noch zu sagen, ich will das und jetzt schaue ich, wie ich es kriege. Diese und Mädchen lernen außerdem, Mädchen und Frauen, dass du, so wie Simone de Beauvoir schon immer geschrieben hast, schon damals geschrieben hat, wir sind das andere Geschlecht, die Norm sind Männer und du hast eine Identität nur über die Definition über einen Mann. Als Ehemann, als Tochter eines Vaters, von dem du auch den Namen hast, normalerweise, üblicherweise. Jetzt hat sich das schon geändert, wenn Frau heiratet, sie zumindest einen Doppelnamen haben, nicht mehr muss sie den Namen, den eigenen Familiennamen aufgeben und den des Mannes haben. Aber diese Identifizierung über einen Mann und nicht sozusagen in your own right, also für dich selbst als Mensch, ich glaube, dass das für mich immer noch eine der Ursachen ist, warum Frauen sich so schwer tun, oft auch aus Abhängigkeiten rauszugehen. Natürlich kommt dann die ganze soziale Frage, wirtschaftliche Frage auch, aber es sind auch diese Ebene, finde ich, in diesen immer noch patriarchalen Strukturen, die gehört da auch dazu. Und das spricht Rebecca Solnit in diesem Buch sehr gut an. Etwas anderes, was mir als ursprünglich gelernte Dolmetscherin immer noch ein wichtiges Thema ist, ist das Nicht-Vorhandensein oder Mitbenennen oder Benennen von Frauen in der Sprache. Gerade im Deutschen ist es so, auch hier ist die Norm immer noch männlich. Du hast die Frauen, wir sind die Lehrerinnen, ja, oder wir sind die AnwältInnen oder die Dolmetscherinnen oder die DirektorInnen. Wir sind immer sozusagen das, was zusätzlich ist. Und ich finde, dass etwas Wichtiges zu sagen, dass Sprache auch widerspiegelt, wie Gesellschaft funktioniert. Und da ist es so, dass der Kampf auch um Sichtbarkeit und geschlechtersensible Sprache auch ein wichtiger Punkt ist, der im gesamtgesellschaftlichen Kontext dazu führt, dass Frauen oft einfach keine Sprache finden für Gewalt, welcher Form auch immer, die ihnen angetan wird. Und das sind für mich Strukturen, die damit zu tun haben, dass immer noch Schweigen herrscht und dass es wichtig war, diese Debatte zu führen und wichtig ist, auch wenn es, und das könnte man, glaube ich, in einer zweiten Runde debattieren, die Frage, wie das funktioniert, wenn Frauen dann, wenn sie etwas thematisieren, ja, dieses lächerlich machen, dieses nicht ernst genommen werden, dass das auch ein wichtiger Aspekt davon ist. Lassen Sie mich kurz noch eingehen auf etwas, wie das im Europaparlament letztes Jahr auch sozusagen, was da geschehen ist. Kurz nachdem die MeToo-Debatte aufkam, traten auch einige Frauen an die Öffentlichkeit und haben Erfahrungen, die sie hatten,
mit sexueller Belästigung von zum Teil hochrangigen Politikern, Abgeordneten, haben das öffentlich gemacht, nicht mit Namen, sie haben auch ihre eigenen Namen nicht veröffentlicht. Und das hat auch im Europaparlament eine große Debatte in Gang gebracht. Wir hatten schon Anfang 2014 in einem Bericht der bulgarischen Abgeordneten Parvanova verlangt, dass die Europäische Kommission ein Gesetz, ein europaweites Gesetz gegen Gewalt gegen Frauen vorlegt, weil es bis heute so ist, dass die Definition der verschiedensten Formen von Gewalt gegen Frauen, sowohl von Vergewaltigung, auch von sexueller Belästigung, ist in jedem Mitgliedstaat anders. Also ein bisschen anders, es gibt Ähnlichkeiten, aber es ist einfach unterschiedlich. Und wir haben damals schon verlangt, dass es hier ein gemeinsames Gesetz gibt. Die Kommission weigert sich bis heute, das vorzulegen. Wir haben dann letztes Jahr, als diese Fälle von sexueller Belästigung aufkamen, eine heftige Debatte dazu geführt im Europaparlament. Und es gab auch eine Resolution, wo verschiedenste Dinge gefordert wurden. Also all das, was sozusagen auch in allen Institutionen notwendig wäre. Also ein Komitee, das so Vertrauenspersonen, wo jemand hingehen kann und erzählen, was war. Aber auch eine eigene Kommission, die das aufdeckt und analysiert, was war. Es gab das schon im Europaparlament. Einige Kolleginnen und Kollegen aus dem Vorstand waren schon in so einem Komitee, wo es um Mobbing, Belästigung, also nicht nur sexuelle Belästigung, auch anderes gab, aber die hatten einfach auch viel zu wenig Ressourcen. Und es war dann immer die Frage, wie weit gewählte Abgeordnete, wenn andere Abgeordnete angeklagt oder nicht im rechtlichen Sinn, aber angeklagt werden, ob die dann auch wirklich so handeln, wie es notwendig wäre. Aber es ist auch im Europaparlament ein Thema. Eine meiner Kolleginnen, die Terry Reintke, hat dann auch eine Petition gestartet, um eben hier Druck zu machen. Es ist leider auch dort immer noch zu wenig passiert. Und es gibt auch eine Gruppe von jungen Frauen, die vor allem im Rahmen der EU-Institutionen arbeiten, die schon vor 2 Jahren eine Gruppe gegründet haben, die nennt sich Period, mit Punkt hinten dran, also im Englischen sagt man oft Period im Sinn von jetzt reicht's, die versuchen über sozusagen sicheren Raum zu schaffen für jene, die sexuelle Belästigung erfahren und die hier einiges an Erfahrung haben, die wir ursprünglich auch hier einladen wollten, die aber heute leider nicht können. Damit höre ich jetzt fürs Erste auf. Danke. Vielen Dank. Also zum letzten Punkt. Wir haben gerade vorhin beschlossen, dass wir mit dieser Reihe von Veranstaltungen fortfahren werden. Diese ist eine Kooperation, wie Ulrike gesagt hat, zwischen der Lehrstuhls von Elisabeth und der Uni Wien und das Legal Gender Studies Program und das EWM. Wir fahren fort mit der zweiten Veranstaltung, eventuell an der Uni Wien. Und die dritte haben wir uns vorgenommen für September im Rahmen des Humanities Festivals, das das IWM mit Wien Museum am Karlsplatz veranstaltet. Das heißt, es gibt Steigerungsmöglichkeiten, es gibt auch Möglichkeiten weiterhin zu streiten und zu debattieren. Halten Sie alle offenen Punkte dann am Ende fest und wir laden Sie noch einmal ein. Erstmal aber einen Schritt zurück zu Basics. Meine Frage an Sabina Wagner-Steinriegel, ich glaube, vielleicht wäre es ganz gut, erstmal definitorisch das Terrain etwas zu klären. Und ganz einfach die Frage an Sie gestellt, wie würde man sexuelle Belästigung definieren? Denn die Bandbreite von unterschiedlichen Verhalten und auch Empfinden, die hier drunter fällt, ist ein Teil der Debatte zurzeit. Und diese ganze Frage des Overreaches, ja, sind wir überempfindlich? Packen wir darunter Dinge ein, die eigentlich nicht dazugehören? Das ist ein Teil des Backlashes, das sehr schnell gekommen ist, sozusagen. Ja. Kaum war das Tabu gebrochen, hatte man schon sofort die Kritik, dass bestimmte Dinge unzulässigerweise hier drunter gepackt werden, weil wenn dem so ist, dann eigentlich tabuisieren wir damit
mit der Belästigung auch die Sexualität selbst. Nicht? Und dagegen haben viele Feministinnen auch geschrieben, aber es ist eine uneindeutige Situation, was den Begriff selbst und deren Definition anbelangt. Und damit verbunden die Frage, was macht es so schwierig, wie Ulrike sagte, das Sprechen darüber ist so schwierig. Es ist nicht nur die Sprache, es ist auch, und damit die Frage auch an Sie als jemand aus der Praxis, ist es so, dass die Angst, Scham, das Gefühl, ich bin mitschuld an der Situation. Sind das Dinge, die im emotionalen Bereich auch eine große Rolle spielen, in der Sozialisation eine große Rolle spielen, dass es so schwierig ist, darüber zu sprechen, öffentlich zu sprechen? Ja, schönen guten Abend auch von mir. Ich freue mich, dass die Veranstaltung heute stattfindet und ich möchte zum Einstieg kurz auf diese Frage des Tabus auch eingehen. Ich möchte jetzt nicht beantworten, ich weiß auch keine Antwort, sondern ich möchte kurz zwei Zitate vorlesen von Schülerinnen, also von ganz jungen Mädchen. Die sind mir zufällig über den Weg gelaufen in der Zeitschrift Biber. Die kennen Sie vielleicht, das ist eine Zeitschrift für Jugendliche, die speziell migrantische Jugendliche anspricht. Und ich möchte das kurz vorlesen. Das erste Zitat ist von der Schülerin Rinesa Maloko, 14 Jahre alt, Fachschülerin. Ich habe mich gefragt, warum wir uns schämen müssen, über solche Sachen zu sprechen. Warum schämen wir uns? Weil es uns so beigebracht worden ist, weil wir nichts anderes kennen, weil man nie wirklich jemanden gehört hat, der so offen darüber geredet hat. Was auch immer es ist, es wird Zeit, dass wir das ändern. Und in Bezug auf welches Thema hat sie darüber geschrieben? Über das Thema weibliche Menstruation. Das zweite Zitat, auch aus der gleichen Zeitschrift, ist sogar ein Artikel mit dem Titel Tabubrüche enttabuisieren von einer Gymnasialschülerin, Lena Leibezeder. Und sie schreibt, niemand redet gern über Depressionen, häusliche Gewalt, Essstörungen oder Mobbing. Aber genau diese unangenehmen Angelegenheiten offen anzusprechen, wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Über Dinge zu reden, die niemand hören will, erzeugt nicht mehr Gefahr, verhaftet zu werden, zumindest bei uns. Über Dinge zu reden, die niemand hören will, wirkt präventiv. Probleme lösen sich nur durch offenen Diskurs. Brecht euer Schweigen. Für mich einfach ein schönes Sinnbild dafür, wie eben junge, sehr junge Frauen oder Mädchen das heute empfinden. Und es klingt nicht so, als hätten sie das Gefühl, es gibt keine Tabus mehr. Leider. Zum Thema jetzt der sexuellen Belästigung und der MeToo-Debatte. Ich möchte auch nochmal zitieren, sozusagen die Thematik, wie viel von sexueller Belästigung gemeldet wird oder was es dazu für Untersuchungen gibt. Und da gibt es eine sehr große Studie von der FRA, das ist die Europäische Grundrechteagentur, die hat 2014 eine große Untersuchung veröffentlicht zum Thema Gewalt an Frauen in der EU. Und da wurden 42.000 Frauen aus Ländern der Europäischen Union befragt, eben zu ganz verschiedenen Themen, aber alle im Zusammenhang mit Gewalt und eben auch speziell sexueller Belästigung. Und ein Ergebnis dieser Studie ist, von allen Frauen, die den schwerwiegendsten Vorfall von sexueller Belästigung beschrieben, der ihnen widerfahren ist, haben 35% den Vorfall für sich behalten und mit niemandem darüber gesprochen. Also 35% der Frauen haben das überhaupt niemandem erzählt. 28% mit einem Freund oder einer Freundin, 24% mit einem Familienmitglied, 14% mit Partner oder Partnerin, 4% sind zur Polizei gegangen, 4% mit Vorgesetzten und 1% ist zu Opferschutzeinrichtungen, Anwälten oder Gewerkschaft gegangen. Das heißt, dieses sogenannte Underreporting, das heißt, dass einfach nur wirklich ein kleiner Bruchteil, kann man sagen, von Fällen gemeldet wird, davon können wir, glaube ich, bis heute ausgehen, dass das bei sexueller Belästigung eben auch so ist. Ich möchte jetzt ganz kurz zu dieser Definitionsfrage gehen, weil Sie das auch gefragt haben und weil das ja wirklich auch ganz oft Thema ist, was ist das jetzt, was heißt das oder eben diese Überempfindlichkeiten etc. Es gibt halt, das muss man vorausschicken, es gibt unterschiedliche Definitionen, weil im Strafrecht einfach sexuelle Belästigung anders definiert ist als im Gleichbehandlungsgesetz. Unser Zuständigkeitsbereich ist das Gleichbehandlungsgesetz, da geht es um sexuelle Belästigung vor allem am Arbeitsplatz, aber auch in der gesamten Arbeitswelt, auch bei Trainings, Berufsausbildungen zum Beispiel
und auch bei der Inanspruchnahme von Gütern und Dienstleistungen. Ja, also immer im Zusammenhang sozusagen mit Verträgen. Und da ist sexuelle Belästigung sehr weit definiert, meiner Meinung nach auch recht gut definiert. Also das lässt sich recht gut auf die Praxis anwenden. Und diese sexuelle Belästigungsdefinition hat eben vier Tatbestandselemente. Das eine ist ein sogenanntes Verhalten aus der sexuellen Sphäre. Das heißt, es muss irgendein Verhalten gesetzt worden sein, das mit der sexuellen Sphäre im Zusammenhang steht. Das wird aber sehr weit interpretiert. Also das kann auch ein Bild einer nackten Frau an der Wand sein. Ja, das muss jetzt nicht sozusagen eine körperliche Berührung oder etwas in die Richtung sein. Dann muss es würdebeeinträchtigend sein. Das heißt, es muss irgendein Element dabei sein, dass das nicht auf Augenhöhe passiert, sondern die Würde eben einer Person beeinträchtigt wird dadurch. Der dritte Punkt ist Unerwünschtheit. Das ist ein subjektives Element, das gibt es selten im Recht. Ist aber super, dass das drinnen ist. Das heißt, da geht es wirklich auch ums Empfinden einer konkreten Person. Ja. Wenn ein bestimmtes Verhalten jemanden nicht stört, dann ist das nach dem Gleichbehandlungsgesetz auch keine sexuelle Belästigung. Wenn es aber jemanden stört und unerwünscht ist, dann schon. Und der vierte Punkt, der noch dazukommen muss, ist eine sogenannte Beeinträchtigung der Umwelt oder der Arbeitsumwelt. Ja, das heißt, es muss negative Folgen haben sozusagen, was ja auch im Allgemeinen der Fall ist. Das heißt, man meidet die belästigende Person, man geht nicht mehr gerne an den Arbeitsplatz oder ähnlich, oder hat sogar psychische oder gesundheitliche Folgen. Also das wäre jetzt die Definition nach dem Gleichbehandlungsgesetz. Warum es so schwer ist, darüber zu sprechen, da gibt es einerseits natürlich total praktikable Gründe, wie zum Beispiel einfach Rechtlosigkeit. Also Frauen, die einfach zum Beispiel keinen regulären Arbeitsvertrag haben, die schwarzarbeiten oder sonst in einem Art Arbeitsverhältnis sind, das nicht offiziell ist, werden wohl kaum zum Beispiel sexuelle Belästigung melden. In der Studie der FRA sind auch Gründe angeführt, zum Beispiel ähnlich dem, die Annahme, es könne nichts getan werden oder es werde nichts getan. Also einfach auch die innere Überzeugung, da wird nichts passieren, auch wenn ich es melde, ist auch ein starker Grund für Frauen oder für belästigte Personen, es nicht zu melden. Oder auch das Gefühl, dass der Übergriff zu unbedeutend war, als dass er quasi gemeldet werden müsste oder sollte. Und natürlich gibt es auch dieses Scham- und Schuldgefühl. Also es ist schon sehr oft so, auch bei Frauen, die zu uns kommen, dass einfach dieses Gefühl der Mitschuld da ist. Wenn man zum Beispiel anfänglich eingestiegen ist auf sexuelle Themen, bis es einem zu viel geworden ist. Das gibt es einfach auch. Ja. Und das hat halt auch ganz viel einfach mit der geschlechtsspezifischen Erziehung von Frauen zu tun. Ja. Das kriegen Frauen nach wie vor, glaube ich, sehr stark mit, dass sie das nicht so schnell abwehren dürfen oder dass sie sich einer Mitschuld eben schuldig machen, wenn sie zum Beispiel am Anfang darauf einsteigen. Also das ist immer wieder ein sehr großes Thema. Ein ganz starker Grund ist natürlich nach wie vor die generelle Position, die Frauen in der Gesellschaft haben, also sozusagen diese traditionell untergeordnete Rolle. Und da möchte ich ganz kurz die Mary Beard zitieren. Das ist eine britische Althistorikerin, die jetzt auch gerade ein neues Buch geschrieben hat, Frauen und Macht, hat und schreibt in ihrem Buch, bezogen auf die Griechen, die öffentliche Rede war ein, wenn nicht das entscheidende Attribut von Maskulinität. Und dass Frauen extrem abgewertet wurden, wenn sie sich öffentlich äußerten. Dass aber eben sich Gehör zu verschaffen ein wesentlicher Punkt ist, um einfach Teilhabe und Macht an der Gesellschaft zu gewinnen. Und ich glaube, dieses Thema beschäftigt uns bis heute und ist sozusagen nach wie vor noch lange nicht so weit, dass wir da sozusagen in gleichberechtigter Weise eben uns Gehör verschaffen können und Teilhabe haben. Ein zentraler Punkt bei dem Thema sexueller Belästigung sind die Machtverhältnisse. Es ist ganz wichtig, da den Blick drauf zu haben, weil Macht eben zu Missbrauch verleitet und auch zu sexualisierter Gewalt eben in verschiedensten Ausformungen. Und das passiert Männern in untergeordneten Positionen ja genauso wie Frauen. So ist es zum Beispiel so, dass einer sozusagen der neuen Aspekte seit dieser MeToo-Debatte bei uns ist, dass sich Zivildiener an uns wenden, jetzt nicht massenweise, aber einige. Und für mich eben auch ein anschauliches Beispiel, dass das eben auch eine Position ist, die von einem Zwangsverhältnis geprägt ist und von ganz schlechten Arbeitsbedingungen auch, muss man sagen. Und da passieren einfach auch sexuelle Übergriffe. Ja.
da muss, glaube ich, auch angesetzt werden bei den Machtverhältnissen. Und für mich ist das schon auch das Besondere an der MeToo-Debatte, dass wir jetzt schon auch vielleicht mehr als bei, wenn früher medial sexuelle Belästigung thematisiert worden ist, dass wir mehr über Machtverhältnisse und Strukturen sprechen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo Veränderung jetzt passieren muss. Ich glaube, dass das Österreich ganz allgemein sehr gut tun würde, darüber nachzudenken, weil wir eben noch in vielen Bereichen verkrustete Strukturen haben. Sei es jetzt im Sport, sei es auch in der Sozialpartnerschaft, in der Politik, auch in Unternehmen teilweise, in den Medien etc. Hier muss, glaube ich, angesetzt werden, und ich möchte jetzt meine Ausführung beenden mit einem Zitat, diesmal eines Mannes, und zwar des Kurier-Redaktionsleiters Kultur, Georg Leirer, der im Februar 2018 geschrieben hat, eine Neuverhandlung der Machtverhältnisse und insbesondere auch der Frage, wie diese Machtausübung aussehen könnte, ist hochaktuell. Hierfür braucht es vor allem moderne Strukturen in den Institutionen, etwa Ansprechpartner, die sich bei Machtmissbrauch rasch an die Seite der Schwächeren stellen können. Danke. Vielen Dank. Zwei Arten von Fragen an Elisabeth Holzleitner. Eine, die direkt auf die Äußerungen von Sabina Wagner-Steinregel zurückgehen, und eine, die darüber ein bisschen hinausgeht. Und so. Wenn die Machtverhältnisse das Problem sind, können sie durch gesetzliche Maßnahmen geändert werden. Also wie reagieren wir dann mit dem Recht auf gesellschaftspolitischen Wandel? Kann man hoffen, dass wir dort mit rechtlichen Mitteln etwas bewirken, oder kann man sagen, zwar sind rechtliche Maßnahmen notwendig, aber sie sind niemals hinreichend? Denn erstmal braucht man nicht nur die Normsetzung, sondern auch eine Norm muss durchgesetzt werden. Und dazu braucht es eher nicht nur Verwaltung, sondern auch viel gesellschaftlicher Druck von unten. Aber es braucht auch in so einer komplexen Frage auch einen Bewusstseinswandel. Und insofern, das Recht ist wahrscheinlich natürlich hilfreich, indem so eine rechtliche Debatte auch zu Bewusstseinswandel beiträgt, aber die reicht nicht aus. Also das wäre ein Fragenkomplex. Und das andere wäre, was wir eingangs besprochen haben, was sind die strukturellen Hintergründe, die sowohl so ein Phänomen wie sexuelle Belästigung begünstigen, wie auch dazu führen, dass so viele Jahre darüber geschwiegen wurde, und zwar in allen gesellschaftlichen Bereichen, beim Arbeitsplatz, im Sport, in den Medien, Hollywood natürlich hat das Tabu gebrochen. Aber interessanterweise, es ist von Hollywood, diese sehr sichtbare Schauspielerinnen und auch interessanterweise keine junge Schauspielerinnen, die jetzt das Verhalten von Weinstein beklagt haben, sind ältere Frauen, die eigentlich auf Übergriffe vor 15, 20 Jahren zurückgehende Übergriffe heute sprechen. Also es ist extrem schwierig gewesen, trotz der Rechtslage das Thema überhaupt in die Öffentlichkeit zu bringen. Ja, danke für die spannenden Fragen und vielen Dank auch, dass wir heute Abend diese Diskussion am IWM führen können, und an Ulrike, die Initiative gesetzt hat. Finde ich sehr schön, dass wir heute zusammensitzen können. Ich möchte beginnen mit deiner ersten Frage nach den Machtverhältnissen und der Frage, inwieweit die durch Recht verändert werden können und wie das irgendwie mit Bewusstseinswandel auch zusammenhängt. Ich möchte damit beginnen, dass die Geschichte der Wahrnehmung von sexuellen Übergriffen, insbesondere am Arbeitsplatz, eine feministische Erfolgsgeschichte ist. Das muss man nämlich schon sagen, geht zurück auf Initiativen von feministischen Anwältinnen in den 1970er Jahren und ist dann kulminiert in einem ganz berühmten Buch von Catherine MacKinnon 1979, The Sexual Harassment of Working Women. Und was MacKinnon geschafft hat, zusammen mit anderen Kolleginnen, war, einem Phänomen einen Namen zu geben.
Ja? Und dieses Phänomen überhaupt erst mal wahrnehmbar zu machen. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass man einen Begriff hat, dass Frau einen Begriff hat, mit dem sie ein Konglomerat an Vorkommnissen überhaupt bezeichnen kann und dann auch wahrnehmen kann als etwas, was nicht so quasi naturwüchsiges Frauenschicksal ist, sondern was als Übergriff angesehen werden kann und was es abzustellen gilt. Ja, und insofern haben wir es hier mit einer feministischen Erfolgsgeschichte zu tun. Und dass wir heute darüber sprechen, ob und inwieweit sexuelle Belästigung immer noch ein Tabu darstellt, ist ein Zeichen dafür, dass diese Erfolgsgeschichte auf halbem Weg, also bestenfalls auf halbem Weg mal stecken geblieben ist. Ja. Dass es immer noch an der entsprechenden Umsetzung der existierenden rechtlichen Regelungen hapert. Und an der Stelle möchte ich gern eingehen auf die Frage, was können Feministinnen überhaupt vom Recht erwarten? Ja, also McKinnon selber, die ja auch Anwältin war und auch Fälle sexueller Belästigung vor Gericht vertreten hat, McKinnon selbst hat ein sehr ambivalentes Verhältnis zum Recht immer wieder an den Tag gelegt, weil sie gesagt hat, also einerseits wir brauchen das Recht, um wirklich vorzugehen gegen Übergriffe und andererseits werden aber durch das Recht Institutionen gestärkt, die Frauenanliegen gegenüber vielfach nicht sehr entgegenkommend sind, um das mal so zu sagen. Ja? Sprich Polizei, Staatsanwälte, Staatsanwältinnen, Richterinnen, Richter. Und ich verwende ja auch sehr bewusst die weibliche Form, weil Frauen Opfer von Übergriffen, seien sie sexueller oder anderer Art, auch von weiblichen Richterinnen, von weiblichen Staatsanwältinnen nicht unbedingt das größte Verständnis zu erwarten haben. Ja? Also sozusagen die Vorstellung, mit feministischen Erfolgen im Recht hat man dann gleichzeitig auch sowas wie institutionalisierte Frauensolidarität. Diese Vorstellung muss man sich leider oder muss Frau sich leider auch abschminken. Ja? Also das heißt, die Institutionen sind oft nicht sehr entgegenkommend. Was mit verschiedenen Dingen zu tun hat, was damit zu tun hat, dass Rechtsgüter wie sexuelle Integrität an den juristischen Fakultäten nicht sehr gepflegt werden in der Lehre. Ja, also wenn, dann sind die eher so Gegenstand von so leicht launigen Bemerkungen, ja, weil sozusagen eine systematische Durchdringung findet nicht statt. Und wie ich jetzt aufgrund einer Dissertation einer Kollegin weiß, gibt es auch keine einzige Fortbildung für Richterinnen, Richter, Staatsanwältinnen, Staatsanwälte zum Thema sexuelle Autonomie im Strafrecht. Das gibt es nicht, ja, hat Jara Hofbauer in ihrer Dissertation erhoben. Ja, also das finde ich ist eine ganz fatale Situation und dazu kommt noch, dass das Sprechen über sexuelle Übergriffe, und da sind wir wieder beim Tabu und bei der Scham, etwas ist, was betroffene Personen natürlich unendlich exponiert. Ja? Also sich zu exponieren mit dem, was passiert ist, das ist schon schwierig genug, Freundinnen, Freunden, sozusagen dem engeren Umfeld gegenüber, aber das dann noch vor den Vertretern, Vertreterinnen rechtlicher Institutionen zu tun, ist nochmal unendlich schwieriger und vor Gericht dann überhaupt eine Situation, ich sage es mal so, Catherine McKinnon hat in ihrem Buch Nur Worte geschrieben, Verhandlungen über sexuelle Belästigung, Verhandlungen über Vergewaltigung, das ist wie ein Live-Porno mit dem Opfer als Star. Ja? Und das ist eine sehr drastische Zuspitzung, aber es hat was, insbesondere wenn man sich zum Beispiel auch erinnert, also jetzt ist es glaube ich 25 Jahre her, die Hearings mit dem Supreme Court Richter Clarence Thomas, als es darum ging, ob er Supreme Court Richter wird und dann eine frühere Mitarbeiterin Anita Hill ihn der sexuellen Übergriffe beschuldigt hat und sie ist also sozusagen manisch immer wieder, hat mir gesagt, sie soll jetzt das genau beschreiben und geschrieben und sie war die, die davon definiert war. Und das ist etwas, was sozusagen strukturell angelegt ist und was es extrem prekär macht, in diesen Situationen sich den Behörden, sage ich mal so, auszuliefern. So dass, und damit möchte ich sagen, meine ambivalente bis pessimistische Rede enden, ich glaube, dass sich Frauen wirklich auch sehr gut überlegen sollen, ob sie sich, wenn sie Opfer von Übergriffen geworden sind, ob und inwieweit sie sich dem Recht anvertrauen können und wollen,
beziehungsweise sich sehr gut überlegen, was sie sich erwarten bestenfalls und was ihnen schlechtestenfalls passieren kann. Ja? Und das ist einfach etwas, was abgewogen werden muss. Ja? Also an sich, als feministische Juristin und Rechtswissenschaftlerin wünsche ich mir selbstverständlich ein System, wo jede Betroffene und auch jeder Betroffene sich an die Behörden wenden kann und bestmögliche Behandlung erwarten kann und ein anständiges, faires Verfahren. Aber in den unvollkommenen Strukturen, in denen wir leben, muss das Verhältnis zum Recht ein ambivalentes bleiben, fürchte ich. Das mal. Ja. Ganz kurz in die zweite Runde mit zwei Nachfragen und dann öffnen wir gleich für Fragen aus dem Publikum. Gleich anknüpfen daran, eine Frage an Sie, Sabine. Was ist die Erfahrung aus der Praxis der Gleichbehandlungsanwaltschaft in dieser Hinsicht? Also wie schützen Sie diejenigen Personen, die zu Ihnen kommen, genau für diese sich noch einmal exponieren zu müssen? Das ist die eine Frage. Und die andere ist, hat sich nach Ihrer Meinung etwas verändert in der letzten Zeit nach dieser MeToo-Kampagne? Kommen mehr Fälle zu Ihnen, kommen andere Fälle zu Ihnen, Leute, die sich früher, also Frauen, aber auch junge Männer, die sich nicht getraut hätten. Also verändert sich etwas in der Wahrnehmung? Also zur ersten Frage, wir besprechen natürlich mit jeder Klientin und jedem Klienten, die auch die Risiken sozusagen eines weiteren rechtlichen Vorgehens. Ja. Oder es wird überhaupt ganz allgemein darüber geredet, was wollen die Leute? Es will jetzt auch überhaupt nicht jeder den Rechtsweg einschlagen. Also da gibt es wirklich ganz unterschiedliche Bedürfnisse auch, ja, von betroffenen Personen. Manche wollen das einfach nur mal deponieren, andere wollen einfach nur rechtlich wissen, wie schaut es aus und wie würden wir das einordnen rechtlich, damit gehen sie dann wieder. Und da gibt es eben ganz Unterschiede, also das wird alles natürlich im Beratungsgespräch besprochen und auch wie die Situation einer Frau ist, die finanzielle, wie die psychische natürlich auch und halt wie wir die Chancen einschätzen, einfach eines weiteren rechtlichen Vorgehens. Ja. Und dann gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, nämlich ein Verfahren vor der Gleichbehandlungskommission. Das ist quasi weniger riskant, weil das ein spezialisiertes Gremium ist, hat aber dafür keine Rechtswirksamkeit, keine unmittelbare. Oder halt der Weg zu Gericht, wo wir aber auch nicht begleiten können, sondern die Arbeiterkammer oder eben Anwältinnen oder die Gewerkschaft. Und so sprechen wir das einfach mit den Betroffenen ab und wird halt im Einzelfall eben entschieden. So, wenn wir Zeit haben, gehen wir dann schon mal auch zu Gerichtsverfahren hin, wenn es welche gibt von unseren Klientinnen, einfach um zu ein bisschen sozusagen uns abzudaten, wie es denn so läuft am Gericht und wie, ob sich da auch was verändert hat, weil es stimmt, dass es wirklich immer wieder auch relativ massive Fälle gab. Ich erinnere nur an einen Fall, über den ich dann, glaube ich, einen Artikel geschrieben habe, vor, glaube ich, 20 Jahren mittlerweile, wo eine Richterin am Arbeitsgericht festgestellt hat, eine Frau konnte nicht sexuell belästigt werden, weil sie zu hässlich ist. Kann mich erinnern. Ja, das war eher, das hat dann eher den Aufschrei auch ausgelöst. Und die zweite Frage, Entschuldigung, die habe ich jetzt gerade vergessen. Was war meine zweite Frage? Die zweite Frage ist, hat sich etwas verändert Züge der MeToo-Debatte? Also, dass die Fallzahlen jetzt so massiv gestiegen sind zu sexueller Belästigung, das haben wir jetzt noch nicht so bemerkt, obwohl wir sind komplett eingedeckt mit Fällen, das muss ich auch sagen. Ja, und es kommen auch immer wieder als Klientinnen, die mir zum Beispiel erzählen, es ist ein Fall, wo sie in ihrer Firma, geht es ganz arg zu mit sexueller Belästigung und vor 5 Jahren haben sie sich dort und dort beworben und da war dann das. Und also, die einfach auch wirklich schon mit mehreren Fällen kommen. Also, da kommt eine Frau und bringt 3 Fälle mit sozusagen. Ja. Das ist dann oft auch verjährt. Was wir eben bemerkt haben, ist einerseits, dass sich mehr Männer an uns wenden. Wie gesagt, nicht massiv viele, aber doch mehr, eben auch aus neuen Gruppen wie den Zivildienern. Dass es sich von den Bereichen her ein bisschen verändert hat. Also mir ist jetzt aufgefallen, dass es eben mehr Frauen aus dem Kunst- und Kulturbereich kommen. Das war bis jetzt offensichtlich sehr unüblich in dem Bereich, sich zu beschweren wegen sexueller Belästigung. Und genau, also das war noch auffallend für mich. Und was es jetzt auch vermehrt gibt, sind Anfragen von Unternehmen oder von sozusagen Einrichtungen, die selber eben Beschwerdestellen einrichten wollen. Das ist ja eine sehr positive Entwicklung. Also zum Beispiel hat die Österreichische Akademie des Films hat im Ende des Jahres oder so, das habe ich eben auch anlässlich eines Falles dann erfahren, eine sogenannte Vertrauensstelle eingerichtet, wo sich eben Betroffene aus der Filmbranche hinwenden können. Und mit diesen Leuten von der Vertrauensstelle haben wir jetzt auch eben ein Beratungsgespräch gehabt, einfach um auch ein bisschen dann zu erzählen, was kann man da anbieten, was kann man machen, wo kann man weiter verweisen und
eben auch ein bisschen sozusagen unsere Expertise denen mitzugeben. Und das passiert schon vermehrt und Arbeitgeber kommen auch vermehrt und sagen, wir wollen wissen, wie wir im Unternehmen reagieren, wenn es sexuelle Belästigung gibt und auch, was wir präventiv machen können. Und also das war immer schon der Fall, aber das würde ich schon sagen, ist jetzt vermehrt. Aber das ist jetzt, was das Arbeitsbereich anbelangt. Genau, Elisabeth, ja. Eine Frage an dich, strafrechtlich. Also Österreich hat einen neuen strafrechtlichen Paragraphen hier und das ist auch, kann man sagen, eine feministische Errungenschaft. Welche Erfahrungen gibt es damit und gibt es sozusagen gute Gründe, zivilrechtlich sexuelle Belästigungsklagen zu verfolgen, anstatt strafrechtlich vorzugehen? Zuerst muss ich mal sagen, ich bin keine Strafrechtlerin, also insofern muss ich ein bisschen aufpassen. Das Problem, das es gibt, ist, es gibt keine Statistiken. Es gibt keine brauchbaren Statistiken, wo dieser Paragraph 218, der sexuelle Belästigung jetzt kriminalisiert, nämlich sexuelle Belästigung in der Öffentlichkeit, die ausweisen würden, wie viele Fälle es da gibt. Ja, diese Kriminalstatistiken werden nicht so differenziert geführt, dass man das herausfinden könnte. Ja, das Delikt ist außerdem relativ jung und es gibt eigentlich kaum noch Erfahrungen, wo ich jetzt wüsste, sozusagen, wie das jetzt wirklich im Rechtsleben angelangt ist. Also es würde mich wundern, gäbe es viele Verurteilungen aus dem Grund. Ja? Aber also so viel kann ich sozusagen jetzt in aller Vorsicht sagen. Was das Strafrecht anbelangt, es gibt feministische Strömungen, die sehr stark einen Zug zum Strafrecht haben, ja, die der Meinung sind, dass man soll den Staat in Anspruch nehmen und entsprechend dann auch vorgehen. Und es ist ganz wichtig, dass diese Strafbarkeiten existieren und dann auch Menschen, Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Ich darf aber dazu fügen, es gibt auch andere Richtungen, die da mit einer gewissen Skepsis und Vorsicht auch sind, weil sie sagen, naja, da klinken sich Feministinnen ein in so das Bild des strafenden Staates. Ja? Also das nennt man den Carceral Feminism. Ja? Der Carceral Feminism, das ist etwas, was stark kritisiert wird, sodass Feministinnen zu sehr ihr Heil suchen im Strafrecht, in strafrechtlichen Normen. Und dass das über weite Strecken sehr häufig vor allem Symbolpolitik ist, ja, und wenig dann wirklich an den Strukturen ändert. Und so sehr ich selbst der Meinung bin, dass sexuelle Belästigung auf jeden Fall auch ein strafrechtliches Delikt sein soll, ja, ist eines klar, damit ist überhaupt nichts erledigt. Ja. Also so diese Vorstellung, wir haben ein Problem, und dann rennen wir zum Gesetzgeber und sagen, wir brauchen eine strafrechtliche Norm und dann gibt es die strafrechtliche Norm und dann heißt es, es ist vollbracht. Ja? Nichts ist vollbracht. Und ich möchte ein Beispiel aus einem anderen Feld noch nennen. Wir hatten Anfang der 2000er Jahre große Diskussionen über Zwangsverheiratung. Ja? Damals gab es keine eigene strafrechtliche Norm dagegen. Es gab eine eher problematische, die im Bereich der Delikte gegen die Familie enthalten war. Dann hat man hergesagt, ja, wir müssen gegen Zwangsverheiratung vorgehen, wir brauchen eine gescheite strafrechtliche Norm. Das ist dann auch passiert, das ist als Fall schwerer Nötigung in den Paragraphen 106 Strafgesetzbuch gekommen. Das war wichtig und richtig, ja, aber die Wohnung für Personen, für Frauen, die bedroht sind von Zwangsverheiratung, wo es lange geheißen hat, wir brauchen eine Notwohnung, wir brauchen einen Ort, wo die hingehen können, das hat fast 10 Jahre gedauert, bis die eingerichtet worden ist. Ja? Und das ist eines der Probleme mit dem Strafrecht, da kann man hergehen und das kostet nichts. Und dann sagt man, wir haben einen riesen Erfolg eingefahren. Und das, ja, ja. Ein bisschen. Ganz genau. Ja. Und sozusagen jene strukturelle Maßnahmen, die erforderlich wären, um deinen Begriff aufzugreifen, aus deiner ersten Frage über einen Bewusstseinswandel herbeizuführen, ja, das ist aufwendig und das kostet. Ja. Also wir haben heute am Nachmittag darüber gesprochen, Schulungen in der Schule.
ja, Sensibilitätstrainings, Empowerment für junge Frauen in der Schule, ja, die Möglichkeit sozusagen, sich selbst als wichtiges eigenes Wesen wahrzunehmen, Grenzen setzen zu können, keine Angst zu haben davor. Ja. Das kostet alles Geld, weil das müssen Menschen machen, das ist Personal und da fließen die Euros. Ja. Und wir leben jetzt nicht gerade in den Zeiten, wo die Euros fließen, und also gerade nicht für solche Anliegen, und deswegen bin ich immer ein bisschen skeptisch, wenn es dann heißt, wir gehen jetzt ins Strafrecht und machen was. Ja, so viel. Ja, Ulrike, die letzte Frage an dir zurück zu diesem Thema des Tabus. Das Brechen des Tabus hat eine Lawine von Reaktionen aufgelöst. Also insofern denke ich, ich weiß nicht, ob das das letzte Tabu ist, aber ein Tabu war das schon. Und diese, weil sonst wurde das Sprechen darüber nicht solche starke Reaktionen und negative Reaktionen auch von Frauenseite hervorrufen. Die Frage sozusagen, die in diesem Bereich, und es gibt viele Fragen, die aufgekommen sind, aber die eine Frage war, wie grenzen wir diesen Bereich ab? Denn hat es nicht immer mit Sexualität etwas mit Graubereichen zu tun. Es ist nie so eindeutig. Natürlich, Gewalt könnte man vielleicht im strafrechtlichen Sinne eindeutig definieren. Aber von Empfinden, von belästigt werden, das kann wirklich sehr schnell eine Situation, die nicht so war, die man eigentlich auch sagen kann, mit Einwilligung angefangen hat, kann sehr schnell umkippen. Und wann sind sozusagen, also wann kippt diese Flirt ins Belästigung, wann geht die Erotik schief? Wir haben sehr viele Fälle jetzt, insbesondere aus den USA, die in der Presse breitgetreten worden sind, zu diesem Thema. Und das ist ein Spannungsfeld sozusagen, wo sehr viel Kritik, wie ich sagte, sehr schnell gekommen ist. Und das wurde wirklich für eine Idee, dass es ein Tabu ist und wirklich ein Normbruch hier stattfindet, indem wir das Schweigen brechen, sprechen. Und insofern die Frage an dich, also wie siehst du die Reaktionen und was wäre eine adäquate Antwort auf diese Kritik, die heftig ist? Also die Frage, ob es jetzt wirklich das letzte Tabu ist oder nicht, das tue ich jetzt auch nicht da mit draufsetzen und sagen, weil was du erwähnt hast, die Beispiele von den jungen Mädchen, das stimmt schon, da gibt es noch viele andere auch. Ja? Also, aber ich hatte, also die Vehemenz dieser Debatte und wie das auf einmal Thema war, das hat mich schon erstaunt und ich glaube, es hat schon, oder nicht, ich glaube, es hat ganz viel in Bewegung gebracht und das ist gut so, weil in diesen Fällen immer drüber reden, hilft auch Debatten weiterzubringen, auch wenn es kontrovers ist oder gerade dann, wenn es kontrovers ist. Die Frage mit dem Abgrenzen und was jetzt, ich finde, auch das, die einzige Möglichkeit ist, darüber zu reden. Und diese Gruppe von jungen Frauen in Brüssel, die ich zuerst erwähnt habe, die sind jetzt auch gerade dran, es ist leider jetzt noch nicht fertig, so ein Büchlein zu machen, auch über diesen Graubereich, also wo das Strafrecht sicher nicht greift, sondern was gibt es da für Erfahrungen, wann kippt es, wann ist das, was du erwähnt hast aus dem Gleichbehandlungsgesetz, nämlich das Unerwünschte, ja? Also wann fängt es an? Und ich denke, da gibt es auch keine 150-prozentige Regel ab da und dann ist es aus, das ist schon ein Graubereich, aber ich glaube, das Einzige, was wirklich hilft, ist eine öffentliche Debatte drüber. Beispiele auch Frauen, die sich trauen, auch Täter, die anfangen, sensibilisiert zu werden dafür und auch bereit sind zu sagen, ich habe es zwar nicht so empfunden, aber das war anscheinend ein Fehler. Also so, auch diese, das fände ich auch ganz wichtig, und ich fände es auch ganz wichtig, dass Männer sich mehr gegenüber ihren Geschlechtsgenossen einsetzen und sagen, es reicht. Ja? Und der blöde Witz, den nimmst du jetzt zurück oder das Bograbschen bei der Kellnerin oder ähnliches. Dass das nicht immer die Frauen sind, die das oder die Frauen, die selber dann betroffen sind, die das tun müssen. Das fände ich ganz wichtig. Und das andere, vielleicht noch kurz dazu, zu dem Strafrecht.
Ich finde, also so wie du gemeint hast, Elisabeth, es ist oft Symbolpolitik. Und ich meine, gerade die jetzige Regierung macht ganz viel, wo es nur um die Symbole geht und wo, also es ist schon auch viel dahinter, was auch real die Situation verschlechtert, aber ganz viel ist Symbol. Ja? Also, nein, ich meine, die Geschichte mit dem Kopftuchverbot für die Mädchen, ja, das ist einfach ganz viel ein Symbol, wo ganz viel anderes dahinter steht. Also das meine ich damit. Und die Frage dessen, wie Gesetze oder wie Normen, die es gibt, dann umgesetzt werden, wenn es fehlt an Geld, wenn es null Bereitschaft gibt, das Geld zu erhöhen. Wir haben am Freitag von der Allianz gegen Gewalt gegen Frauen, von, glaube ich, über 30 Frauen, Opferschutz, Gewaltschutzorganisationen, wo ich gebeten wurde, also die Schirmherrin dafür zu sein, eine Pressekonferenz gesagt, wo wir auch die Zahlen aufgetischt haben. Ein Frauenministerium, das 10 Millionen Euro zur Verfügung hat. Ich meine, das ist nicht einmal ein Witz. Ja? Das ist einfach viel, viel zu wenig für alles, was notwendig wäre, für Gleichstellung und gegen Gewalt gegen Frauen vorzugehen, wenn man weiß, wie viel Geld für anderes ausgegeben wird. Also die Frage dessen, wie viel kostet Umsetzung und wie viel ist da nötig zu tun. Wir haben das Beispiel Spanien heute am Nachmittag auch erwähnt, wo damals, als die in dem Fall sozialistische Regierung Zapatero an die Macht kam, wo es vorher schon sehr viel Druck gab von feministischer Bewegung und auch innerhalb der Partei, die haben dann wirklich eine Kampagne gemacht in ganz Spanien mit Videos, wo sie aufmerksam gemacht haben, Frauen und Männer, was Gewalt gegen Frauen ist. In dem Fall ging es noch um häusliche Männergewalt, was das ist. Die haben ganz viel Geld auch hineingesteckt und viel zusammengearbeitet mit der Zivilgesellschaft, um hier sinnvolle Geschichten zu machen. Sowas wäre notwendig, einfach auch um von Österreich zu sprechen, hier bekannter zu machen, erstens, was das Recht überhaupt ist, ja, also dieser Paragraph aus 218, ja, das ist dieser Bograbs-Paragraph, was das genau heißt. Ich meine, da ist auch, das machen NGOs viel, aber von staatlicher Seite ist daher viel zu wenig passiert. Also wenn es Gesetze gibt, müssen die auch umgesetzt werden. Das finde ich auch ein Punkt. Wir haben in Österreich relativ gute Gesetze in vielen Bereichen, aber wie viele wissen nichts davon oder viel zu wenig davon oder wo sie sich dann dieses Recht auch jetzt holen können. Ja, sie können zu euch gehen, aber was das genau heißt oder wie das ist da braucht es eigentlich noch viel mehr, auch viel mehr Budget dafür, viel mehr Strukturen und viel mehr auch Personal. Und etwas, wo es darum geht, was nicht jetzt im im Beschäftigungsbereich ist, zum Beispiel der Sport, der jetzt gerade in den letzten Monaten da auch sehr aufgekommen ist, was in den Sportorganisationen alles vorkam und immer noch vorkommt. Es war zuerst auch die Christine Seemann da von der Plattform Frauen im Sport. Und die hat erzählt, dass die jetzt schon seit, ich glaube, 6 Jahren ist es, Trainingsangebote machen für die, wie heißt das jetzt, Lehrwarte und Lehrwartinnen und die Trainerinnen und Trainer. Verpflichtend. Ja, verpflichtend in deren Curriculum über Gewalt und sexuelle Gewalt, was das heißt. Ja? Und wie umgehen damit, wenn du in der Funktion bist, wenn du junge Leute trainierst. Ja? Also das sind Dinge, wo es auch schon was gibt, immer noch zu wenig. Ja? Aber, und wo jetzt in Salzburg zum Beispiel das erste Mal in einer Landesregierung eine Frau zuständig ist, die Ansprechfrau ist für die, wenn es im Sport Gewalt gibt oder sexuelle Gewalt, die dann sozusagen vermittelt, wer dann weiter betreuen kann. Also solche, es braucht in den Strukturen Ansprechpersonen und in, also Strukturen heißt sowohl die tatsächlich staatlichen, wie auch in allen möglichen Organisationen, die es gibt, Sport, vom Musikverein, über was immer es gibt an Vereinen. Also einfach die Sensibilisierung dafür, die ist schon ganz zentral und da braucht es auch Geld dafür. Ja, ich denke, es gibt genügend Leute, Frauen, hoffentlich auch Männer, die bereit sind, da einiges zu tun, aber wie heißt das, ohne Geld kann man sie. Also, ein bisschen was gibt es ja schon, aber es ist einfach viel zu wenig. Und da braucht es sehr viel mehr, um das besser zu verankern in der Gesellschaft insgesamt. Ich würde vorschlagen, wir machen hier einen Schnitt, gehen dann ins Publikum mit Fragen. Und Sie sind herzlich eingeladen, Fragen zu stellen, wenn Sie so nett sind, uns erstmal sich ganz kurz vorstellen würden. Und dann können Sie auch an den Panel die Frage stellen oder spezifisch an eine der Panelistinnen. Ganz generell, ich bin die Ina Bichl, ich bin
Trainerin im Kommunikationsbereich. Mir geht es um dieses Thema so, die Gesetze müssen umgesetzt werden. Und wie Sie ganz am Anfang gesagt haben, ja, also es ist ein Bewusstseinswandel und da muss was passieren, ist mir eingefallen, wie das damals war in den 70er Jahren, wie die Johanna Donald gesagt hat, naja schon, Familienrechtsgesetz ist fein, aber das müssen wir schon selber umsetzen. Das heißt, die Frauen müssen selbstbewusster werden, die Frauen müssen sie auskennen und die Frauen müssen sie durchsetzen. Und so ist es dann auch passiert und das habe ich ganz toll gefunden. Und meine Frage jetzt so quasi ans Podium, gibt es schon Ideen, wie man sozusagen in diesen Bereichen irgendwelche Aktivitäten setzen könnte? Geht es in die gleiche Richtung oder soll ich erstmal? Okay, dann erstmal die einfache Frage, was tun? Sammeln? Ja, okay. Aber ich denke, wenn Sie nicht in das gut, dann schreibt ihr auf. Okay. Danke. Rosa Loga, Allianz Gewaltfrei Leben. Ich kann nicht widerstehen, der Elisabeth zu widersprechen. Wir haben am Nachmittag auch schon, debattiert, was die Rolle vor allem auch des Rechts betrifft. Ich meine, ich stimme dir zu, also es ist sehr problematisch, was Frauen dort erleben, also die Opfer von Gewalt werden, aber also das würde mich nicht zu dem Schluss bringen, zu sagen, vergessen wir das, so meinst du es nicht, ich weiß schon, aber weil ich glaube, es geht um Gerechtigkeit, Justice, ja, es geht auch um Accountability, es geht darum, dass auch Menschen, Täter, die Gewalt ausüben, für ihre Taten zur Verantwortung gezogen werden, dass es keine Straffreiheit geben darf für Gewalt und ich glaube, dass uns das sehr, sehr wichtig sein muss. Noch dazu, es gibt Frauen, die können das gar nicht, die können gar nicht wählen. Es wird eine Anzeige gemacht, es gibt ein Offizialsprinzip und die Frauen müssen, wenn sie nicht ein Entschlagungsrecht haben, auch aussagen. Also man hat gar nicht den Luxus sozusagen zu entscheiden, möchte man durch dieses System gehen oder nicht. Nicht immer. Und ich denke, was wir brauchen, ist eine, also wir haben ja, unterstützen ja tausende Frauen, die Opfer von Gewalt sind in der Interventionsstelle, meine Kolleginnen sind auch da. Und was wir brauchen, ist, dass wirklich ernst genommen wird, was dort passiert, wie hier neuerlich Ungerechtigkeit produziert wird. Wir brauchen Analysen, wie passiert das? Warum ist dieses Victim Blaming so verankert im Justizbereich? Wie kommt es dazu? Wir brauchen Prozessbeobachtung von Forscherinnen. Es muss jemand sagen, was hier passiert, ist unakzeptabel und nicht nur von einigen wenigen Frauen, die hier die Opfer tagtäglich begleiten, sondern von einer Öffentlichkeit auch. Also das wäre für mich die Antwort. Und die Istanbul-Konvention in ihrem Bericht sagt das auch und da gibt es auch ganz konkrete Forderungen, auch zum Beispiel die Unterstützung für die Frauen in anderen Bundesländern, die Opfer von sexueller Gewalt werden, auszuweiten. Und ich glaube, das sollten wir einfordern. Noch andere Fragen? Hier, Marion. Danke. Hallo, Elisabeth Kittel von der Grünen Bildungswerkstatt Wien. Ich würde jetzt nicht gern auch auf das Tabu zurückkommen, nämlich wirklich auf das Nachdenken, was ist denn das Tabu überhaupt? Nämlich ist das Tabu, dass wir als Frauen angegriffen werden, nämlich auch angegriffen in beider Wortsinn, also Körper, der Körper wird angegriffen, die körperliche Integrität, aber auch die Identität wird angegriffen und wenn wir das jetzt zum Beispiel als Angriff definieren oder als Angriff bezeichnen, ob sozusagen dann es der Gegenwehr bedarf oder ist es dann, wenn es ein Angriff ist und das auch gesellschaftlich so akzeptiert wird, ist es dann eigentlich nicht mehr die Gegenwehr, die man braucht, sondern dann, wenn es der Angriff ist, macht man es eh nicht mehr. Aber es wird scheinbar irgendwie immer noch nicht als Angriff gesehen, sondern es ist manchmal sogar umgekehrt, Victim Blaming zum Beispiel. Danke. So, wollen wir die drei? Ja, Rosa, ich glaube, wir haben eigentlich gar keinen echten Konflikt, wir zwei. Ja, also ich stimme dir hundertprozentig zu, Gerechtigkeit, Accountability, Verantwortlichkeit, keine Straffreiheit für Gewalt, da bin ich ganz bei dir. Ja.
das, was ich damit, was ich sagen will, ist, es kommt nicht von selbst. Ja, es kommt nicht von selbst, sondern es ist ein sehr vielfältiges, von Machtverhältnissen, von Hierarchien durchzogenes Gefüge, in welches Frau sich hineinbegibt, wenn sie sich ans Recht wendet. Und sich ans Recht wenden, da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, sich an die Gleichbehandlungsanwaltschaft zu wenden. Es gibt die Möglichkeit, an die Gleichbehandlungskommission zu gehen oder im Bundesdienst an die Bundesgleichbehandlungskommission. Es gibt die Möglichkeit, im Fall sexueller Belästigung am Arbeitsplatz vor Gericht zu gehen und sozusagen ein deliktisches Verhalten geltend zu machen und im besten Fall dann Schadenersatz zu bekommen. Und wenn das Verhalten sozusagen gravierend genug ist, also wenn es ein besonders gravierender Übergriff ist, dann gibt es die Möglichkeit, auch das Strafrecht in Anspruch zu nehmen. Das Problem ist, dass die Wünsche, die Frauen ans Recht haben und das, was das Recht ihnen bietet, sehr oft auseinanderklaffen. Und das hat gar nicht selten damit zu tun, mit der Art und Weise, wie auch Menschen ausgebildet werden, die das Recht dann zur Anwendung bringen. Ja? Ich sage nur, ein Beispiel, der bereits diskutierte Paragraph 218, also dieser Pograbsch-Paragraph, der sexuelle Belästigung in der Öffentlichkeit verbietet, der wirklich mit Mühen erstritten worden ist, ist erstritten worden gegen die gesamte österreichische Strafrechtswissenschaft. Es gab eine einzige Strafrechtlerin in Österreich, die sich dafür ausgesprochen hat. Das ist die Ihnen allen sicher bekannte Katharina Betzlin, ja, die bei uns an der Fakultät ist. Alle anderen unisono haben sich gegen den Paragraphen 218 ausgesprochen. Ja. Ist zu vage, ist überschießend, etc. etc. Ja. Und dann kam noch das Argument, es wird nicht beachtet, dass das Strafrecht Ultima Ratio sein soll und der ganze Paragraph sei verfehlt. Na, was glauben Sie, wie jene, die das hören an der juridischen Fakultät, wie die dann umgehen, wenn sie als Richterinnen oder Richter oder Staatsanwältinnen zuständig sind, solche Fälle zu behandeln? Ja? Die erleben nie eine Sensibilisierung, ja? in ihrer gesamten Ausbildung nicht, in ihrem gesamten Berufsleben, bei Gericht nicht. Und Fortbildung gibt es sowieso nicht. Ja? Und ich finde, das ist etwas, also erstens, was ganz massiv verbesserungsbedürftig ist, ja? Und zwar auf allen Ebenen. Ganz dringend wäre erforderlich, dass an den Fakultäten, an den Gerichten diese Rechtsgüter auch entsprechend gepflegt werden, dass eine Sensibilität dafür existiert, damit diejenigen, die sich rechtssuchend an Institutionen wenden, dass die Institutionen ihnen entgegenkommen. Ja? Dafür braucht es Geld. Und ich finde es unendlich ärgerlich, wenn wir bei Symbolpolitik sind. Dem Frauenministerium sind 500.000 Euro sind ihnen gestrichen worden, jetzt haben sie noch 10 Millionen, was eine lachhafte Summe ist, und wir diskutieren über Kopftuchverbote. Ja? Und ich muss aber schon noch eins dazu sagen, es ist irgendwie dann auch ein bisschen billig, jetzt auf Blau-Türkis mit dem Finger zu weisen, weil die Geschichte, dass das Frauenministerium so schlecht ausgestattet ist, ist eine lange Geschichte, ja? Wo mit sozusagen sozialdemokratischen Kanzlern. Ja, also das muss man, glaube ich, schon auch mal sagen. Ja, also das heißt, um das alles zu verbessern, muss Geld in die Hand genommen werden, muss auf allen Ebenen gearbeitet werden und dann wird sich hoffentlich sozusagen das institutionelle Entgegenkommen verbessern. Und ich sage nur, wer sich ans Recht wendet, muss das wissen. Und ihr macht ja da auch ganz wichtige Arbeit, einerseits die Menschen aufzuklären, was auf sie gegebenenfalls zukommt, und andererseits auch sie zu unterstützen und zu begleiten. Ja? Weil Recht in Anspruch zu nehmen, kostet ganz viel. Ja? Und zwar nicht nur finanziell, das auch, das darf man auch nicht vergessen, ist teuer, ja? Sondern Nerven, ja? Kann Beziehungen kosten. Also Zeit braucht es viel, Energie, ja. Also das ist schon, kann eine Ganztagesbeschäftigung sein. Und das ist der Grund, warum ich so immer so ein bisschen herumruder, obwohl ich selber immer in meinen Lehrveranstaltungen predige, die emanzipatorische Macht des Rechts. Ja, wir müssen Recht emanzipatorisch einsetzen. Also jeder und jede, die bei mir jemals in einer Lehrveranstaltung war, die hat das irgendwie gehört. Und der Schlachtruf der feministischen Legal Gender Studies, Marianne. Ja. Aber da endet die Geschichte leider nicht. Ja. Ich sehe das eigentlich so.
dass da gar kein Konflikt vorliegt zwischen euch zwei. Ja. Sondern ich meine, das mit dem Recht ist absolut wichtig, das sehe ich auch so. Ja, das muss man schon sagen. Und einfach auch sozusagen, dass der Staat das anerkennt, was sozusagen Gewalt gegen Frauen ist, ja, und in welche Form man das haben kann und dass das sozusagen in diesem Katalog der strafrechtlichen Delikte auch drinnen ist. Das gehört einfach unbedingt rein. Aber es ist eben alleine viel zu wenig. Das ist halt der springende Punkt. Und die Frage des Was-Tuns, die du gestellt hast, ist momentan recht schwierig zu beantworten. Wir haben am Nachmittag da auch schon ganz lang drüber geredet. Ich glaube, es gibt auch viele Ideen. Ich meine, unser Beitrag als Organisation ist einer, der eh schon, den wir, glaube ich, schon lang machen und wo wir einfach die Frauen vor allem und Klientinnen, die zu uns kommen, einfach auch wirklich begleiten. Und das ist oft wirklich ein langer emanzipatorischer Prozess, wo sich ganz viel tut. Und das ist auch für mich, also ich fühle mich da auch geehrt, sozusagen das begleiten zu dürfen. Das ist einfach wunderschön. Aber man muss halt auch mal zu uns gelangen. Also auch wir sind nicht jedem bekannt zum Beispiel. Und auch das ist immer wieder ein großes Stück Arbeit. Die Gleichbehandlungsanwaltschaft, die es seit über 20 Jahren in Österreich gibt, eben in ländliche Regionen etc. Zu bringen vom Informationsgehalt her. Ja. Und über die ländlichen Regionen haben wir am Nachmittag sowieso ganz viel geredet, weil da sozusagen also feministische Institutionen hineinzubringen halt ein ganz ein wichtiger Punkt wäre und da mangelt es halt wirklich ganz viel. Und was Sie gesagt haben mit dem Angriff, ja, ich denke, das ist sicher ein ganz relevanter Punkt. Ja. Ich glaube schon, dass auch noch viel anderes mitspielt, also auch zum Beispiel in Betrieben, in Unternehmen, ist es überhaupt, glaube ich, so, dass alles, was so mit Sexualität oder in die Nähe von Thema Sexuelles kommt, zum Beispiel auch einfach ein Riesentabu ist. Ja, da wird einfach reden viele Arbeitgeber einfach nicht gern drüber. Und es geht halt einfach wirklich auch ganz stark in die Intimsphäre und eben es ist auch eine persönliche Verletzung eben der Integrität und es ist schwer, das offen zu legen. Ne? Weil eben es gibt ja dann auch wirklich Firmen, wo man eben 10 Runden hat, wo man befragt wird mit 15 Leuten. Also es gibt ja auch wahnsinnig unsensibles Vorgehen von Arbeitgebern zum Beispiel, wenn man es meldet. Ne? Vielleicht zum Thema noch mit diesem, also diese, das so quasi als Angriff zu definieren in beiden, im doppelten Sinn des Wortes. Das finde ich schon, also jetzt auch von der sprachlichen Idee her, das so zu definieren, das gefällt mir recht gut, weil es tatsächlich ja beides ist. Und wie Sie gesagt haben, sozusagen, wenn es als das definiert wird, dann ist es auch schwerer, einfach so abzutun, als ist ja eh nichts passiert. Ja? Aber ich halt gerade so, wie du jetzt gesagt hast bei dem Thema, es ist diese Verknüpfung von, es hat was mit Sexualität zu tun und Machtmissbrauch. Das macht das Ganze noch viel schwieriger als alle anderen Formen von Machtmissbrauch. Ja? Weil es natürlich so in das geht, was uns allen sehr, also was sehr intim ist, was sehr nahe geht, was viel auch mit Emotionen zu tun hat, mit Wünschen, mit allen möglichen Ideen. Und das auseinander zu glauben und eben zu sagen, es ist Machtmissbrauch. Ja? Es ist Übergriffe und die meisten, also sind, es gibt ja auch welche von Frauen in Machtpositionen gegenüber Männern oder Frauen, die weniger Macht haben. Zwar lang nicht so viel, ja, aber es ist schon etwas, wo dieser Faktor Macht der Zentrale ist. Und das in jeder, ganz egal wo, ja, ob es die Kellnerin in Basel ist oder was weiß ich, wo immer, ja, an den Universitäten, in Sportinstitutionen, es hat mit Macht zu tun vor allem. Und diese Verknüpfung, die ist so fatal. Und ich glaube, das auch den Betroffenen oder so zu vermitteln, dass das drüber reden, also diese Scham zu überwinden, ja, das ist ganz wichtig. Und da braucht es in den Institutionen Ansprechpersonen, in den Schulen, wir haben über Schulen auch geredet heute, ja, wo so nicht nur von, also Machtmissbrauch von Lehrerinnen oder Lehrern, sondern das unter Jugendlichen selber, also zwischen Burschen und Mädchen oder Mädchen, die sich da so ständig angegriffen fühlen und sich selber fragen, was können sie denn da tun dagegen, dass es einfach Vertrauenspersonen gibt, wo die jungen Leute hingehen können und die Mädchen hingehen können, wo ihnen zugehört wird, wo sie ermutigt werden, das zu sagen oder auch ermuntert werden, rauszugehen und das nächste Mal, wenn der Bursch sie blöd anredet, zu sagen, jetzt schleich dich, ja, oder was immer. Also dieses Mutmachen, glaube ich, ist auch ganz, ganz notwendig. Das hat jetzt mit Gesetzen wenig zu tun, aber das zu verändern. Und ich wiederhole noch einmal, was ich von wegen was tun. Was ich schon wichtig finde, ist, Männer, die selbst erkennen, dass es wichtig ist, dagegen aufzutreten und selbst den Mund aufmachen, wenn sie was sehen. Ja, oder auch mit ihren Geschlechtsgenossen am Biertisch oder wo immer sie sind, im Sportverein zu reden, auch wenn gerade noch nichts vorgefallen ist. Und zu sagen, das geht einfach nicht. Ja. Und das ist Machtmissbrauch und lasst es bleiben.
oder die selber Erfahrungen haben damit, wo sie was gelernt haben oder wo sie einen Kurs, eine Fortbildung besucht haben, wo sie was dazu gelernt haben. Ja. Es werden nicht alle kapieren, ja, aber es gibt, glaube ich, schon die Chance, dass das einige mehr werden. Eine letzte Fragerunde und dann könnten wir gleich nach unten gehen. Es gibt Wein und Cheese und dann kann man weiter diskutieren. Aber eine Runde noch hier. Ja, mein Name ist Birgit Kronhofer. Frauenhetz, das Frauenbildungsstätte Frauenhetz, feministische Frauenbildungsstätte, ich sage ich nur gleich dazu, weil ich eine etwas kritische Geschichte mit dem MeToo habe als langjährige Feministin und als Philosophin sozusagen oder irgendwie ja, auf die Widersprüche zu gucken. Mich irritiert die MeToo-Debatte sehr. Und wir haben auch vor, eventuell, wenn es klappt, eine kontroverse Debatte in der Frauenhetz dazu vielleicht anzubieten, mit den verschiedenen innerfeministischen oder wie auch immer Frauen oder ja, also ein bisschen zu streiten, weil es ist wirklich kompliziert. Also Sie haben ja versucht, Charlene, das auch anzusprechen, meiner Ansicht nach, also was ist mit, also ich sage es mal anders, mich stört die Hysterie. Mich stört das Massenhafte. Ich bin immer irritiert, wenn irgendwas massenhaft ist. Ich finde das immer gefährlich. Mich stört das Lynchartige dran. Ja, also ich finde, da muss man jetzt aufpassen, egal um welches Thema es geht. Es werden da Leute verschrottet, ja. Weil sozusagen in den sozialen Medien dann irgendwie gleich mal schnell sich Urteile bilden, ohne dass man überhaupt irgendwie was Genaueres weiß, ja, etc. etc. Und es ist auch im Sinne des, der zunehmenden Verrechtlichung, die sehe ich wirklich ein Problem in unseren Gesellschaften, und im Zusammenhang mit dieser Lynchisierung oder wie soll ich das sagen, dieser Gefahr dessen, sage ich mal, diese neoliberalistische Individualisierung von was ist Recht und Unrecht. Also ich meine, wir haben ja bei aller feministischen Kritik am Rechtsstaat ja doch sowas wie eine entwickelte Gewaltenteilung, zumindest noch so halbwegs, ja, sagen wir es mal so. Und insofern halte ich das wirklich für ein Problem oder man muss zumindest darüber nachdenken, was das bedeutet, selbst wenn es jetzt ganz viele Frauen betrifft und das Thema Gewalt und alles so wirklich furchtbare Dinge, was heißt so ein Umgang damit oder was, weil es kann ja bei jedem anderen Thema dann auch so in genau dieselben Mechanismen, das muss man sich halt immer dazu denken, ja. Und, gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen lang, aber mir ist das jetzt noch wichtig zu sagen, schon Foucault hat davor gewarnt, dass wir in eine Disziplinar- und Kontrollgesellschaft rasseln. Und ich habe den Eindruck, dass das passiert und zunehmend passiert und immer mehr passiert. Und ich finde, man muss gerade als Feministin oder Kritikerin dieses Systems oder wie auch immer drauf gucken, dass die Frauenbewegung ja auch mal Frauenbefreiungsbewegung hieß und das Thema Freiheit, also eben nicht eine neoliberale Freiheit, meine ich jetzt, sondern eine substanzielle, dass das immer durch diese Verrechtlichungen etc. etc., Kontrollierung, Disziplinierung, Körper, Fit, ach, was einem da alles einfällt, sozusagen ein großes Problem ist in jeder Hinsicht. Und das, finde ich, sind lauter Ebenen, die diese MeToo-Debatte durchaus anbietet, drüber nachzudenken. Das wollte ich nur mal, auch wenn es jetzt, ja, wollte ich einfach so mal dazu sagen. Aber da sind noch, ja. Barbara Hueme, ich bin grüne Gemeinderätin und auch Frauensprecherin und habe auch schon sämtliche Debatten zu MeToo in sehr boulevarden Medien führen dürfen und plädiere sehr für starke Versachlichung auf allen Ebenen. Was mir eben auch fällt, ist, was du, Birge, als Hysterie oder so auch bezeichnest, dass das einfach sehr, sehr gerne benutzt wird, diese Überzeichnung dann noch einmal eins drüber gelegt wird, um sich überhaupt nicht mehr mit der Debatte dann auseinanderzusetzen. Also wenn eine Frau
im schönen Kleid da steht, dann ist sie unglaubwürdig. Also auch noch einmal eine Normierung der Frauen hier passiert. Also das Opfer hat entsprechend auszuschauen und ein Opfer hat entsprechend schwach zu wirken und darf nicht auf der Bühne stehen und stolz und strahlend sein und schon gar nicht über ein Red Carpet gehen. Das ist eine, sozusagen, da wird... Also was da noch einmal passiert, sozusagen, das finde ich einfach auch sehr interessant und braucht sehr viel Diskussion dazu, meiner Meinung nach. Und ich finde auch, dass Männer ganz stark hier mit reingeholt werden müssen. Ich erlebe das ganz stark. Nicht nur das Tabubrechen mit Sprache, sondern dass überhaupt gar keine Sprache vorhanden ist. Also diese Bildungsarbeit in Schulen, im Erwachsenenbereich, überhaupt eine Sprache zu finden für das, was da passiert, damit dann nicht wieder heißt, dann kann ich nicht einmal einer Frau mehr die Hand geben. Also das ist für mich der größte Ausdruck nicht nur einer Hilflosigkeit, sondern auch einer großen Sprachlosigkeit, wie wir einander begegnen, wo Grenzen sozusagen sich vermischen und wo es vielleicht dann auch mal darum geht zu sagen, passt es so oder nicht. Also da wird schon das normalste Alltagsleben offenbar zur Riesenproblematik erklärt und offenbar ist sie aber auch eine Problematik. Also ich glaube, wir reden teilweise über ganz banale Dinge und es fehlt aber eine Sprache. Christa Oehlinger, ich bin Prozessbegleiterin beim Notruf für vergewaltigte Frauen und Mädchen und ich möchte es von Ihnen, Frau Professor Holzleitner, bestätigen, dass man sehr vorsichtig sein muss, wenn man sich da in das Rechtssystem begibt und das wirklich gut überlegt sein muss. Es kommt nämlich auch dann sehr immer wieder auch zu Überprüfungen bei Einstellungen. Wir wissen ja, die meisten Verfahren werden eingestellt, wenn es um die Sexualdelikte geht, dann wird auch überprüft die Aussagefähigkeit, also die Glaubwürdigkeit des Opfers, der Zeugin, und es kommt auch immer wieder zu Anklagen durch die Staatsanwaltschaft wegen Verleumdung oder Falschaussage und es kommt zu Verurteilungen. Das heißt, es gibt dann meistens, wenn es junge Mädchen sind, bedingte Freiheitsstrafen, plus Schadenersatz für die Anwaltskosten des damals Beschuldigten zum Beispiel. Ja, also darum die Vorsicht. Das ist das eine. Das zweite, ich weiß nicht, ob das jetzt passt, aber so rechtsphilosophisch, es hat die Delikte gegen die sexuelle Selbstbestimmung, wie es jetzt heißt, haben früher geheißen gegen die Sittlichkeit. Geändert hat sich nur die Überschrift, aber so der Hintergrund, da ist es gleich geblieben. Noch. Hallo, mein Name ist Sophie Hansel. Ich vertrete den österreichischen Frauenring in der Allianz Gewaltfrei Leben. Ich habe jetzt weniger eine Frage ans Podium eigentlich als eine Replik an Birge, beziehungsweise beide meine Vorrednerinnen. Ich glaube, es ist tatsächlich sehr wichtig, dass wir die MeToo-Debatte auch als Anfang sehen und auch vielleicht an die andere Vorrednerin anknüpfend auch mit bedenken, dass die Tatsache, dass unter MeToo auch so viel unscharfe Diskussion passiert, damit zu tun hat, dass tatsächlich noch einfach Worte fehlen und einfach auch, glaube ich, ganz viele unterschiedliche Phänomene zum Vorschein kommen, die vielleicht auch das Wort sexuelle Belästigung gar nicht so gut fasst. Also ich denke, das ist auch was, wo wir weiterdenken sollten. Und meine persönliche Reaktion darauf wäre nicht, sich zu distanzieren und die MeToo-Debatte zu kritisieren, sondern sich zu solidarisieren und nochmal über eine breite, auch feministische Solidarität nachzudenken. Und in dem Kontext erlaube ich mir jetzt auch einen kleinen Veranstaltungshinweis bzw. Protesthinweis. Am Donnerstag, initiiert vom Frauenvolksbegehren und der Initiative Femme Fiscale, mitgetragen auch von der Allianz Gewaltfrei Leben im Frauenring, soll es ein ganz breites Bündnis von Frauenorganisationen geben, die sich nochmal darauf aufmerksam machen, wie lächerlich tatsächlich der Betrag von 10 Millionen für das Frauenministerium ist, für Gleichstellung und Gewaltschutz ist. Und die nochmal unter dem Motto auch, sind wir nicht mal eine Melange wert, Kaffee ausschenken. Das heißt, es gibt Kaffee, 8.30 Uhr am Josefsplatz. Vielleicht motiviert das nochmal. Genau. Okay, also eine, können Sie weitergeben? Ja.
Mein Name ist Elisabeth Gromus und ich bin Gleichbehandlungsbeauftragte der Stadt Wien und ich wollte genau das Gegenteil zur Frau Loger sagen, nämlich dass die Elisabeth Holz-Leitner mir wieder mal in diesem Fall auch wieder aus dem Herzen gesprochen hat, weil in der Praxis kann ich das absolut bestätigen. Natürlich braucht man rechtliche Grundlagen, aber das ist jetzt eh auch schon gerade im Gleichbehandlungsgesetz über 20 Jahre her, da brauchen wir jetzt auch nicht mehr drüber reden, da gibt es auch nur noch wenig, dass wir da einfordern müssen, aber das Problem ist tatsächlich in der Praxis und da sehen wir immer wieder, dass in Wirklichkeit die Frauen, die sich dann auch trauen, sich zu melden oder das auch aufzuzeigen, auf der Strecke bleiben und oftmals auch sozusagen ohne damit zu rechnen, weil auch wenn sogar dann die Arbeitgeberin vielleicht vorbildlich handelt und entlässt oder kündigt, dann wiederum die Beschuldigten über die Gerichte kommen und das beanspruchen sozusagen und dann sitzen sie sehr wohl plötzlich vor Gericht und oder auch im Disziplinarrecht Anwälten gegenüber, die sie da wirklich zerreißen, in der Luft zerreißen und ja, und natürlich können wir in der Beratung auch darauf hinweisen und das tun wir auch, aber genau da sind wir dann immer wieder in dem Dilemma, was sollen wir den Frauen denn überhaupt noch raten, dass sie es aufzeigen? Natürlich, aber oftmals machen sie ganz schlechte Erfahrungen dann mit diesem Weg und auch das spricht sich herum und wirkt dagegen und das ist einfach für uns immer noch ein bisschen eine unlösbare Aufgabe, sage ich, weil rechtlich können wir dem nicht beikommen. Und insofern kann ich das eben nur wirklich auch bestätigen und unterschreiben. Ja, ich glaube, was ganz wichtig ist, ist eine Änderung der Kultur, des Umgangs. Das Recht kann dazu einen Beitrag leisten, aber ist in den meisten Fällen nicht der Weisheit letzter Schluss. Ja. Ganz wichtig sind Vorgesetzte, die entsprechend sensibel vorgehen und es gibt einen schönen Ausdruck des Normverdeutlichungsgesprächs. Ja. Das ist etwas, was Vorgesetzte machen, wenn sie ein Verhalten wahrnehmen, das in den Bereich sexuelle oder auch geschlechtsbezogene Belästigung geht, dass sie dann die entsprechenden Mitarbeiter, vielleicht auch Mitarbeiterinnen, zu sich zitieren und dann verdeutlichen, dass ein solches Verhalten nicht zulässig ist. Also ich glaube, es ist ganz, ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass sich da in der Kultur der Arbeitswelt etwas ändert. Und das Recht ist dafür selbstverständlich auch notwendig. Ja? Aber die Idee ist ja auch nicht, dass das Recht sozusagen davon leben soll, dass dauernd Übergriffe sozusagen beamtshandelt werden, sondern die Idee wäre eigentlich, dass das Recht dazu führt, dass Menschen einander halbwegs gut behandeln. Ja. Ich wollte auch noch auf Birgit Krondorfer antworten, und zwar mit einem kleinen Schlenker zu dir, Charlene. Du hast die Debatte heute Abend begonnen mit einem Hinweis auf Gail Rubin. Ja. Und Gail Rubin ist ja bekanntlich eine sehr streitbare feministische Revoluzzerin. Und ich hab jetzt nichts mitgekriegt, dass sie sich bei der Debatte zu Wort gemeldet hätte, aber sie gehört jedenfalls zu jenen, die möglicherweise auch sehr kritisch in der MeToo-Debatte intervenieren würden, vielleicht ganz in deinem Sinn auch, Birge. Und zwar vor dem Hintergrund dessen, was sich in den 1980er Jahren in den USA als die feministischen Sex Wars entwickelt hat. Ja? Genau. Und da war ja Catherine MacKinnon quasi eine Achse davon mit ihrem Kampf gegen sexuelle Übergriffe. Und da haben ja natürlich auch viele zugestimmt, aber viele haben auch gemeint, sie agierte da viel zu überschießend. Ja. Dass sie Sexualität nur noch unter dem Titel des Danger sieht, ja, nur noch unter dem Titel der Gefahr, und dass man doch auch die Frage nach Pleasure stellen sollte. Ja. Es ist ganz interessant, dass die MeToo-Debatte, also ich verfolge die auch schon sehr lang und ziemlich genau, die feministischen Kontrapositionen sind noch sehr leise oder kaum in the making. Ich bin mir aber sicher, es dauert nicht mehr lang. Und dann werden auch die Feministinnen kommen, die genau das nochmal lautstark problematisieren, was du jetzt auch gesagt hast, dass nämlich die Gefahr, dass wir das Sexuelle quasi nur noch unter dem, also für Frauen nur noch unter dem Aspekt der Gefahr wahrnehmen, ja, dass das ein relevantes Problem ist. Ja, das werden wir heute Abend nicht mehr lösen, ja, aber.
Das werden wir nie lösen, genau. Die McKinnon hat darauf gesagt, dass alle, die das nicht so denken wie sie, dass die naiv sind. Women live in sexual objectification like fish live in water. Ja? Das ist einer ihrer zentralen Sätze. Für Frauen gibt sexuelle Autonomie nicht. Und ich sehe das nicht so. aber man sieht, also da in der Debatte ist eine starke Spannung drin und die hat eine ganz lange feministische Geschichte und die sollte man auch nicht vergessen. Ja, so. Ich sage auch noch ganz kurz was. Ja, danke für die voll interessanten Beiträge. Was du gesagt hast, Birge und auch du, ich bin überzeugt davon, dass die MeToo-Debatte auch gewisse Auswüchse hat. Ja, und sozusagen von außen auch sich diese Mechanismen mal anzuschauen, was läuft da so, ja, und wie kann man das vielleicht auch verallgemeinern und bei anderen Themen sich dann anschauen, das ist, glaube ich, auch eine sehr spannende Frage und finde ich super, wenn das gemacht wird. Ja. Ich verfolge die sozialen Medien nicht so genau, deswegen kann ich dazu im Detail sozusagen auch nicht wirklich näher was sagen. Ich meine, was Individualisierung, Neoliberalismus betrifft, stört mich das zum Beispiel im Gleichbehandlungsrecht viel mehr beim Gender Gap der Einkommen, also der Einkommensdifferenz zwischen Männern und Frauen, weil da finde ich es einfach wirklich einen Wahnsinn, dass jede Frau einzeln auf den Weg geschickt wird, in einem Gerichtsverfahren sich zur Lohngleichheit zu erkämpfen. Ja. Und das ist wirklich hart, das ist teilweise härter als Prozesse sexueller Belästigung und auch weniger erfolgreich oft. Anstatt einfach mit einer sozusagen Regelung einfach klarzustellen, es muss die gleiche Arbeit und die gleichwertige Arbeit gleich bezahlt werden. So viel kurz zu dem. Ja, und auch diese Normierungen, das ist natürlich auch passiert in dieser Debatte und da streiten dann auch Frauen untereinander, aber ich denke mir, das ist unvermeidlich, wenn eine Debatte sozusagen so groß wird und ja, ist für mich jetzt eher ein Seitenphänomen. Ich auch noch nur zwei Überlegungen, weil du, Elisabeth, gerade das zitiert hast von der Gail Rubin, dieses mit der sexuellen Objektifizierung. Die McKinnon war das. Weil du da, sie hat gesagt, sexuelle Objektifizierung, genau. Ist für Frauen so wie für Fische im Wasser zu schwimmen. Das finde ich stimmt schon, weil du hast dann gesagt, sexuelle Autonomie. Aber Autonomie ist was wir selber bestimmen. Zum Objekt gemacht zu werden, das machen die anderen. Und das finde ich stimmt schon. Ja, und das ist immer noch so, trotz allen Errungenschaften. Also, dass Frauen immer im Allgemeinen in diesen patriarchalen Strukturen zum Objekt gemacht werden. Auch wenn wir uns selbst schon einiges an Autonomie, auch an sexueller Autonomie, schon auch erkämpft haben und erkämpfen können. Ja. Nur ein Punkt noch dazu. Zu dieser Frage Individualisierung. Ich war Anfang Februar bei einer Konferenz die Frauenkonferenz aller Lehrer- und Lehrerinnen-Gewerkschaften weltweit in Marrakesch war das. Und da waren einige argentinische Gewerkschafterinnen. Und ich habe das, nachdem ich Spanisch spreche, auch schon vorher verfolgt. Die haben nämlich, und das habe ich interessant gefunden in dieser Frage zwischen Individualisierung und Solidarität, die haben zum Teil die Kritik an dem MeToo so formuliert, dass dieses MeToo immer, also quasi die individuelle Frau, die Opfer ist, in den Vordergrund stellt und haben aufgrund der Kampagnen auch gegen diese Feminizide, die es in vielen Teilen Lateinamerikas gibt, also Frauenmorde und in dem Zusammenhang ganz viel andere Gewalt auch sexuelle Gewalt, haben die den Slogan so geprägt, das auf Spanisch ni una más, also keine einzige mehr, im Sinn von wir lassen uns keine mehr wegnehmen, herausmorden oder wie immer. Also sozusagen dieses, wir schauen gemeinsam drauf, dass keiner mehr was passiert. Ja. Das habe ich interessant gefunden, einfach so als Ansatz, es auch anders zu denken. So wichtig ich die MeToo-Debatte finde, aber da auch so den Ansatz, wir schauen drauf gemeinsam, dass zumindest weniger passiert. Ja, und hier auch diesen Solidaritätscharakter stärker zu betonen, als bei MeToo, so wichtig es ist. Danke. Also vielleicht nur eine letzte Anekdote aus ferne Indien. Dein kleine Period hier hat mich daran erinnert, denn Periode, also die Menstruation, als letzte Tabu. Es gibt einen neuen Film von Bollywood,
von einem Regisseur, also ein Mann, gemacht zu Thema Binden, weil er wirklich dafür in die Öffentlichkeit ist, ein Spielfilm. Und das ist, weil ein Mann in Südindien tatsächlich, das ist ein Biopic, es gibt diesen Mann, der hat eine Maschine entwickelt, um sehr billig Binden herzustellen, die in Indien sehr teuer sind. Das ist ein Luxusprodukt und daher sozusagen, und niemand redet darüber, weil es ein absolutes Tabu ist. Und daher Menstrual Hygiene ist ein großes Thema, das nie sozusagen in die Öffentlichkeit kommt. Jetzt kommt die Anekdote, aber das war nicht der. So, jetzt macht er diesen Film und es macht Furore natürlich, ein Film über Binden und so weiter und so fort. Und dann gibt es ein Interview von einer ganz jungen Schauspielerin und sie sagt was sehr Interessantes. Sie sagt, the real problem is that sanitary towels are expensive because there's a tax on them, because men don't need them. Viagra has no tax on it. Until we change the tax structure on things which men and women need, there will never be equality among the sexes. Und mit dieser Anekdote möchte ich Sie unten einladen zum Wine and Cheese. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Ich finde, wir haben hier eine Debatte begonnen. Und wir können sie unten fortsetzen, aber wir benachrichtigen Sie auch dann über die Fortführung der öffentlichen Debatte, in welchem Rahmen auch immer. Und erstmal möchte ich Sie ganz herzlich einladen, uns unten zu begleiten zum Wein und Cheese. Vielen, vielen Dank. Danke.